Herzlich willkommen bei Sam Tested. Heute mit der SteelSeries Shift Gaming Keyboard mit wechselbaren Keysets. Heute machen wir das Unboxing und im Folge darauf werde ich die Tastatur natürlich auch ausführlich testen. Ich habe mir das gute Stück nur gekauft, weil ich einen 10 Euro Amazon Gutschein über hatte und es einen 10 Euro Deal gab. Und da habe ich gesagt, für einen 10er, was soll man falsch machen, SteelSeries ist keine schlechte Marke, denke ich mal. Und mit wechselbarem Layout und dazu gleich zwei Stück, fand ich das schon sehr interessant. Da ich die Microsoft Sidewinder X4 hatte und ich nur so mittelmäßig begeistert war, wie ich auch im Video gesagt hatte, dass sie relativ laut ist, dachte ich mal, ich probiere einfach mal was anderes. Für einen 10er ist es wohl nichts Verkehrtes. Wir machen das unten mal auf. Ich habe sie natürlich schon einmal vorab angeschaut. Machen den Karton hier einmal auf, was auch ein sehr großer Karton ist, wie man sieht, ist der nicht gerade klein. Auf der Rückseite sieht man nochmal alles ein bisschen beschrieben mit den Makros und den Case-Sets. So, wir machen es auf. Raus kommt ein Buch mit Sticker und keine CD. Treiber holt man sich runter im Internet, ist glaube ich in der heutigen Zeit kein Problem mehr. Dann kommt die Tastatur zum Vorschein. Wir packen sie einmal aus der Folie raus. So, hier haben wir das gute Stück. Es ist nicht gerade klein. Ich finde, das Aussehen kommt sehr nah, wenn man so in den 90ern denkt, an diesen weißen großen Tastaturen. Also es ist jetzt nicht irgendwas für Schick- und Modestylers, die hier bling bling und so erwarten. Das hat man hier relativ wenig. Es ist sehr sortiert und aufgeräumt, also sehr klassisch gehalten. Wir schauen uns einmal Stecker gleich an. Vergoldet. Sehr gut. Wunderbar. Packen wir das zur Seite und gucken weiter, was in diesem schönen Karton noch versteckt ist. Dann kommt das erste Keyset zum Vorschein. Wir ziehen jetzt einmal raus aus der Folie und sehen einmal das Medal of Honor. Ich habe die Medal of Honor Edition. Klappt man einmal wie so ein Buch und uns auch zur Seite. Und dann haben wir noch in der Verpackung, machen wir das einmal heraus, die Verlängerung von SteelSeries Plastik. Hier unten ein paar Gummelnippels. Und das war's auch schon soweit. Karton. Da ist nichts mehr. Da ist auch nichts mehr. Zack. Folie rein. Schnicki schnacki. Anleitung lassen wir mal noch draußen. Fertig. Zu den großen schönen Karton. Das war das Unboxing von der SteelSeries. Weiter geht's im Test, wo wir dann ein bisschen auf die Tastatur eingehen werden.